Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ein wenig spezielles Video, weil ich zeige euch gleich erstmal einen Film, der dauert so ungefähr, mal eben schauen, 7 Minuten, und das ist ein Ausschnitt aus einer Buchlesung von Babylon nach Rom, das ich bereits letztes Jahr im Juni, also 2016 im Juni, rausgeschnitten hatte und als eigenes Video auf den Kanal hochladen wollte. Habe immer gewartet, dass die Buchlesung von Babylon nach Rom inzwischen ein wenig verdaut ist, was sie jetzt ist. Das wäre jetzt die Zeit. Nur über die Evolution, ja, da gibt es ständig neue Dinge, womit man sich drüber beschäftigen kann. Und nun ist mir halt letztens etwas eingegeben worden, mit der Frage, die auch eben den Titel dieses Videos verursacht, wo es ja da heißt, Leute, die die Evolutionstheorie verfolgen, oder Evolutionisten, leben die in 2017? Und wenn sie in 2017 leben, warum? Nun, das Video von 7 Minuten, das ich aus dem Video genommen habe von Babylon nach Rom, aus der Buchlesung von Alexander Hislop, hat da nicht direkt mit was zu tun, aber geht natürlich auf die Evolutionstheorie ein und probiert einen Standpunkt klarzustellen der Evolutionisten, oder einen Standpunkt darzustellen, wenn man eben nicht an Gott glaubt, sondern an die Evolutionstheorie glaubt, und versucht da ein bisschen Ordnung und Licht in die Sache mit reinzubringen. Das könnt ihr euch angucken. Das ist ein Video, das werde ich gleich abspielen. Und danach, ja, dann mache ich eigentlich das eigentliche Video mit der Frage, leben Evolutionstheoretiker im Jahr 2017? Und wenn ja, warum? Auf Basis des Videos, das ich mit Brett Norman aufgenommen habe. So, jetzt schaut euch erstmal den Film an, den ihr hier sehen könnt von aus dem Ausschnitt von Babylon nach Rom über die Evolutionstheorie, das ich bereits im Sommer 2016 aufgenommen habe. Und Film ab. Nehmen wir einmal an, die Evolutionstheorie ist keine Theorie, sondern die einzige Wahrheit, die es gibt. Mal angenommen. Wir kommen also alle aus einer Ursuppe, in der durch Zufall nach Millionen von Jahren plötzlich und ohne intelligentes Eingreifen Leben in Form einer Zelle entstand. Nehmen wir an, dass aus welchem Grund auch immer diese Zelle auf einmal anfing, sich zu teilen. Sie ist ja sonst ganz allein als Lebewesen. Und so vermehrte sie sich. Nehmen wir weiterhin an, dass sich im Lauf der nächsten Millionen von Jahren diese unerklärliche Zellteilung nicht nur fortsetzte, sondern auch plötzlich mehrzellige Organismen entstanden. Manche wurden Pflanzen, manche Tiere, und alle evoluierten im Lauf der Millionen von Jahren in immer komplexere Zellansammlungen. Die Tiere strebten nach Wissen, Macht und Kontrolle, was schlussendlich den Menschen fortbrachte. Auch dieser entwickelte sich vom dummen Keulenschwinger innerhalb von deutlich weniger als 1 Million Jahre zu den Geschöpfen, von denen wir hier im Buch lesen, die Heiden. Sie beten natürlich die Sonne an, die Leben gibt, nach ihrem beschränkten Verständnis, und opfern selbst ihren eigenen Nachwuchs der Personifizierung der Sonne hier auf Erden. Bitte nicht vergessen, alles, was bis hierhin passierte, in der Evolution, ist aus purem Zufall entstanden. Kein intelligentes Eingreifen war möglich, um die Evolution zu steuern, denn es gibt keinen Gott, keinen Schöpfer, keinen Erlöser und auch keine Sünde, da es kein Gesetz gibt. Da die Evolution über Leben der Stärkeren ist, muss ich den Schwachen töten, um überleben zu können und mich weiterzuentwickeln. Töten ist also eine gute Tat. Nun gehen wir eben mal wenige tausend Jahre zurück und sehen plötzlich Menschen auftauchen, die in einen Gott glauben. Eine Intelligenz, von der diese Menschen glauben, sie hätte sie geschaffen. Dieser Gott hat die Menschen mit Gesetzen ausgerüstet über den Umgang, den er von ihnen mit ihm fordert, und auch, wie sie miteinander umzugehen haben. Aus ungeklärter Ursache nehmen von heute auf morgen alle Menschen dieser Erde eben diese Gesetze auf, und zwar kollektiv, und verdrehen sie gleichzeitig dermaßen ins Umgekehrte, dass sie ein Spiegelbild der ursprünglichen Gesetze sind. Alles, was wir bisher in diesem Buch gelesen haben,
geht zurück auf Religionen, die, und das bezweifelt heute niemand, nur wenige tausend Jahre alt sind, wodurch die Menschheit der Evolutionslehre zufolge mehrere hunderttausend Jahre alt ist. Da aber die Schöpfungsgeschichte pures Hirngespinst ist, das denken ja viele Leute, muss man sich doch zwangsläufig die Frage stellen, warum alle Völker dieser Erde plötzlich die Gesetze dieses Hirngespinstes angenommen haben, verdrehten und seitdem auf einem Kreuzzug sind, dieses Hirngespinst auszurotten. Mit anderen Worten, Intelligenz wird ausgerottet und ersetzt durch Lehre, weil der Nachdenken schädlich für eben diese Lehre ist. Ich habe diesen Kommentar hier vorbereitet und ich könnte im Grunde auch noch stundenlang drüber fortfahren. Jedoch denke ich, dass einem jeden Menschen mit zwei Gehirnzellen, ob er sie nun aus der Evolution hat oder durch einen intelligenten Schöpfer, das ist hier egal, klar sein sollte, dass die Logik verbietet, dass solch zwei Systeme nebeneinander existieren können. Damit kommen wir zum Casus Knactus, dem Grund, weshalb ich das überhaupt vorbereitet hatte. Das eine muss vernichtet werden, dass das andere überleben kann. Der intelligente Schöpfer hat uns mitgeteilt, welche Wahrheit Bestand hat und zwingt niemanden an ihn oder seine Gesetze zu glauben oder danach zu handeln. Er teilt uns jedoch auch die Konsequenzen unseres Ungehorsams mit. Das musste ich mir einfach mal von der Seele sprechen. Und über Evolution gegen Schöpfung könnte ich ein eigenes Video machen und wahrscheinlich sogar ein ganzes eigenes Buch schreiben. Aber da kann man sich ja auch mal die Vorträge von Kent Hovind anschauen. Nur ich rate dazu, wenn man sich die früheren Vorträge von ihm anschaut, wo es um Schöpfung gegen Evolution geht, es dabei zu behalten und nicht seine neueren Videos anzugucken, weil er verbreitet totale Falschlehren heutzutage und ist meines Erachtens dem Satan genauso verfallen wie all die anderen großen Lehrer. Ein Beispiel dafür ist, dass das Ministerium seines Sohnes inzwischen eine 501c3-Organisation ist und er wahrscheinlich auch nicht mehr lange warten wird, bis er das übernimmt. Auf jeden Fall lehrt er einen futuristischen Antichristen und eine unverfüllte 70. Woche von Daniel und darüber gehe ich ja in anderen Lesungen auch nochmal ein, hatte ich ja bereits gesagt und angekündigt, dass ich ein eigenes Video darüber machen werde, über Daniel Kapitel 9, sicherlich die Verse 4 bis 27. Aber ich konnte mir das nicht verkneifen, mal eben über diese Evolutionstheorie ein bisschen herzuziehen, weil schließlich geht es im Abschnitt 5 jetzt um Fegefeuer und Gebete für die Toten. Ja, warum sollte ich dann überhaupt für die Toten beten, wenn Töten ja eine gute Tat wäre? Weil es geht ja um das Überleben des Stärkeren. Der Stärkere kann ja nur den Schwächeren überleben, wenn er den Schwächeren abtötet. Daraus kommt ja so gesagt der Stärkere hervor. Und dann muss ich für diese Toten dann auch noch beten. Und was hat ein Fegefeuer damit zu tun? Wo kommt die Lehre des Fegefeuers denn her, wenn alles ja sowieso einen Evolutionsursprung hat? Das ist alles so widersprüchlich, wenn man mal drüber nachdenkt, was die römisch-katholische Kirche den Leuten im Grunde lehrt. Sicher, wo der Papst gesagt hat letztens, dass die Evolution absolut kompatibel ist mit der Schöpfungsgeschichte. Alter, da sind mir wirklich fast die Ohren vom Kopf abgefallen, als ich das gehört habe, aber was will man machen? Der Antichrist verbreitet seine Lügen und das Problem ist, dass die meisten Menschen das nicht nur glauben, sondern dem auch noch willfährig hinterherfahren und ihn anbeten wie die Verrückten. Und das ist ja in diesen Zeiten im Augenblick ganz, ganz deutlich sichtbar. Da muss ich ja gar nicht weiter drauf eingehen. Und hier geht jetzt das neuere Video los mit einer neuen Desktop-Kamera, die ich von mir hier habe. Und wenn die startet, dann startet auch immer irgendwas anderes. Mal eben gucken. Ja, sie läuft aber. Start Recording. Schön. Wollen wir sehen. Ich habe natürlich auch meine Sicherheitsaufnahme hier laufen, die ihr schon kennt, von meinem Soundpad-Editor, um zu sehen, dass alles gut läuft. Und dann wollen wir mal eben sehen, was will ich euch denn jetzt eigentlich zeigen über die Evolution 2017.
Ich habe also letztens da eine, ich nenne das mal eine Eingebung bekommen und habe da mit Brett Norman drüber gesprochen. Wir haben, wait, da will ich jetzt nicht starten hier. Doch, läuft. Wir haben ein Skype-Gespräch geführt und aus diesem Skype-Gespräch hat er ein Video produziert in Englisch und das seht ihr hier jetzt laufen, während ich mit euch spreche und euch im Grunde erkläre, worum das eigentlich geht. Ich hatte mir die Frage gestellt, leben Evolutionstheoretiker im Jahre 2017? Und wenn sie im Jahre 2017 leben, warum leben sie im Jahre 2017? Der Punkt, über den Brett und ich miteinander gesprochen hatten und den ich hier jetzt auch an euch weiter unterbreiten möchte, ist ja der folgende. Evolutionstheoretiker gehen davon aus, dass es keinen Gott gibt. Nichts wurde intelligent geschaffen. Es gibt keinen Schöpfergott und dieser Schöpfergott hat natürlich auch keinen einzigen eingeborenen Sohn, der auf diese Erde kommen musste, um dafür zu sorgen, dass die Menschen, die hier drauf leben, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden. Weil es gibt ja keine Sünden. Wir kommen aus der Evolution. Wir haben ja gerade eben in dem Film das ein bisschen deutlich gesehen und auch in dem Bild davor mit der Banane, die sich da in einen Menschen verwandelt. Fand ich ganz lustig, das Bild. Und wir verstehen da ja raus, dass der Mensch im Grunde keine Moral haben kann. Ja? Aber wir leben alle im Jahr 2017. Mir ist kein Land auf dieser Welt bekannt, in dem wir nicht in dem Jahr 2017 leben. Überall ist der sogenannte gregorianische Kalender zugepasst. Ja? Wenn ich jetzt aber ein Evolutionstheoretiker bin, also ich gehe davon aus, dass nichts irgendwann explodiert ist und alles in kürzester Zeit geschaffen hat, das ist auf den kurzen Nenner gebracht, die Big Bang Theory. Theorie, da kann man natürlich stundenlang drüber diskutieren und kann sagen, ja, Jörg, das muss man aber so und so sehen, das kann man noch ein bisschen ausarbeiten und ja, da gebe ich euch recht, das kann man durchaus ein bisschen ausarbeiten, das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich will es versuchen, es einfach zu halten. Ja? Man sagt das im Englischen so schön, kiss, keep it stupid simple. Ne? Halt es einfach, dass jeder es verstehen kann, dass jeder darüber mitdiskutieren kann. Ich meine, ich mache ja jetzt auch aus der Schöpfungsgeschichte, mache ich ja jetzt auch nicht so eine Riesengeschichte in diesem Video. Da sage ich ja auch, okay, Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen, die Welt, alles, was da drin ist und den Menschen. Und das ist die Schöpfungsgeschichte, wie in der Bibel beschrieben. Und es gibt die Evolutionstheoretiker, die sagen, nichts ist vor so viel Milliarden Jahren explodiert, hat alles geschaffen und daraus ist dann Leben entstanden. Die Evolutionstheorie sagt, das habe ich ja auch vorher schon in dem Video angesprochen, dass eben durch dieses jahrelange Regnen, als die Erde dann entstanden ist und halt Regen auf die Steine fiel, wobei man sich immer natürlich noch die Frage stellen muss, wo kommt denn der Regen auf einmal her? Ja? Wo kommt denn das Wasser überhaupt her? Die Erde ist ja anscheinend wohl auch der einzige, zwischen Anführungsstrichen, Planet, der Wasser hat. Heute zumindest noch. Na jedenfalls, durch dieses jahrelange, Millionen von jahrelange Regnen auf Stein ist halt ursprünglich irgendwo Leben entstanden, wo heute kein Mensch weiß oder beweisen kann, wie aus toter Materie Leben entsteht. Wir erinnern uns vielleicht an solche Filme wie Frankenstein, wo man versucht hat, irgendwelche Leichen zusammen zu schneidern und daraus dann eine lebende Figur zu entwickeln. Das ist im Roman gelungen, aber im wirklichen Leben funktioniert das nicht. Abgesehen davon, dass das Fleisch natürlich auch sehr schnell verwesen würde. Ja? Also, was ist der Punkt, auf den ich hinaus will? Wenn wir uns mal versuchen, was schwierig ist für einen Christen, sich in den Kopf eines Evolutionstheoretikers zu versetzen, was schwierig ist, weil wenn man kein Dieb ist, dann kann man nicht wie ein Dieb denken. Wenn man kein Mörder ist, dann kann man nicht wie ein Mörder denken. Aber wir müssen es mal eben probieren, versuchen uns in die Evolutionstheorie reinzuversetzen. Und dann halt sagen, gut, wenn die Evolution also wahr ist und die Evolution ist aufgebaut, so wie im Allgemeinen gelehrt wird, über das Überleben des Stärkeren. Das heißt, der Stärkere muss den Schwächeren abtöten, um selbst zu überleben und um sich selbst weiterzuentwickeln. Und je weiter er sich entwickelt, desto mehr werden die Entwicklungsstufen davor schwächer und müssen abgetötet werden, dass das Stärkere überleben kann. Ja, warum?
warum mache ich mir dann überhaupt Sorgen um hungernde Kinder in Afrika? Oder warum mache ich mir dann überhaupt Sorgen und sammle ich Geld und mache ich wohltätige Veranstaltungen für Leute, die behindert sind oder Leute, die krank sind, die AIDS haben, die Krebs haben, die was weiß ich nicht, welche Krankheit alles irgendwo haben. Warum mache ich denn das? Weil die müssen doch sowieso alle sterben, dafür, dass ich überleben kann. Es gibt keine Moral. Wenn es keinen Gott gibt, der moralische Gesetze stellt, dann gibt es keine Moral, weil der Mensch von sich hat keine Moral. Und das sieht man ja an Menschen, die ja eben unter diesem satanischen Einfluss leben, die eben keine Moral haben. Man schaue sich nur mal in der römisch-katholischen Kirche um und sicher bei den Jesuiten. Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu weit drauf eingehen. Der Punkt ist der folgende, und den müssen wir uns bitte mal deutlich vor Augen halten. Wenn die Evolutionstheorie wahr ist, und alles ist aus nichts entstanden. Diese Evolution, dieser Darwinismus, wie wir hier im Bild von dem Video mit Brett, was ich damals gemacht hatte, auch sehen können. Und es gibt keinen Gott und keinen Schöpfergott. Und wir leben aber heute im Jahr 2017. Warum leben wir denn bitte schön im Jahr 2017? Wir haben hier in dem Video ein paar Dinge angeholt. Das kann ich euch ja hier auch mal eben zeigen. Mal eben sehen. Das ist ein bisschen später. Hier ist es. Man spricht von dem Jahr 2017 in Englisch von, man spricht in der englischen Zeitrechnung, lassen Sie das so sagen, in der Zeitrechnung spricht man von BCE, wie hier steht, Before Common Era, also vor der heutigen Zeit, und CE, die heutige Zeit oder die Common Era. Ja? Das sind die neuen Bezeichnungen, die wir früher hatten. Im Englischen hieß es BC, Before Christ, und AD, Anno Domini. Anno Domini, wie wir auch hier lesen. Was heißt denn Anno Domini? Anno Domini von Wikipedia heißt, und bevor Christus, das redirected nach hier, das heißt, der Term Anno Domini und Before Christ werden gebraucht, um die Jahre zu beschreiben nach dem julianischen und gregorianischen Kalender. Der Term Anno Domini ist mittelalterliches Latein und bedeutet im Jahr des Herrn, aber ist oft übersetzt als in dem Jahr unseres Herrn. So, natürlich habe ich da mal was vorbereitet, wenn wir auf Wikipedia gehen und wir nehmen diese Seite, die wir hier gerade gesehen haben in Englisch, wir nehmen diese Seite in Deutsch. Dann kommen wir auf diese Wikipedia-Seite, die ich jetzt hier im Video einblende, und dann lesen wir hier, dass die Abkürzung vor Christus bedeutet, also VCRH, bedeutet vor Christus. Sie dient in jener Zeitrechnung, in der das vermeintliche Geburtsjahr Jesu Christi als Bezugsjahr benutzt wird, zur Kennzeichnung der Jahreszahl jener Jahre, die vor diesem Bezugsjahr liegen. Und so weiter und so weiter. Analog dazu dient nach Christus der Kennzeichnung der Jahreszahlen des Bezugsjahres 1 nach Christus in aller darauffolgenden Jahre. Der Wechsel vom Jahr 1 vor zum Jahr 1 nach wird Zeitenwende genannt. Die Kennzeichnung mittels nach Christus ist optional und wird nur verwendet, wenn aus dem Kontext nicht eindeutig hervorgeht, dass das genannte Jahr vor oder nach der Zeitenwende liegt. So, ich habe jetzt auch gar kein Interesse, hier den ganzen Wikipedia-Artikel durchzulesen. Könnt ihr selbst machen. Ich werde den Artikel verlinken in der Beschreibungsbox dieses Videos. Ihr könnt es selbst nachschauen. Aber alle Namen, also alle Abkürzungen unserer Zeitrechnung beziehen sich auf Anno Domini, auf den Herrn, auf einen Gott, auf Jesus Christus. Als Evolutionstheoretiker glaube ich aber nicht an Jesus Christus. Glaube ich aber nicht an einen Schöpfergott. Und jetzt kommt meine Frage. Hört mal gut zu. Wenn ich als Evolutionstheoretiker davon ausgehe, dass es keinen Gott gibt und keinen Jesus Christus gibt, aber ich lebe im Jahr 2017, warum? Die Evolutionstheorie lehrt, dass die menschliche Geschichte mindestens 300.000 Jahre alt ist. Dass es den Menschen, so wie wir ihn heute kennen, mindestens 300.000 Jahre gibt. Ja, davor waren wir Affen und was weiß ich nicht alles. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber warum habe ich dann bitte eine Zeitrechnung, die spricht von so und so viel Jahre vor Christus und so viel Jahre nach Christus, wenn es doch Christus gar nicht gibt? Weil in der Evolution, stelle ich ja fest,
Gibt es Jesus Christus nicht? Gibt es keinen Gott? Warum muss ich als Evolutionstheoretiker dann bitteschön in einer Zeit leben, in der alles, die gesamte Zeitrechnung, weist auf einen Schöpfergott, weist auf ein überdimensionales oder wie auch immer man das nennen will, Wesen, ein intelligentes Wesen, was auch immer, das alles mehr oder weniger geschaffen hat. Die Zeitrechnung weist darauf hin. Da bin ich als Evolutionstheoretiker nicht mit einverstanden. Ich werde hier als Evolutionstheoretiker werde ich diskriminiert, weil ich muss in einer Welt leben, in der mir tatsächlich gesagt wird, du, wir haben jetzt das Jahr 2017. 2017 nach einer Zeitrechnung, die basiert ist aufgrund dessen, dass es anscheinend einen Gott gibt. Im Jahr des Herrn. Was für ein Herr? Ich bin Evolutionstheoretiker. Was für ein Herrn? Gibt keinen Herrn. Was wollt ihr von mir? Schwierig, ne? Warum müssen Evolutionstheoretiker oder warum leben Evolutionstheoretiker im Jahr 2017 und stellen sich niemals die Frage danach? Warum leben wir nicht im Jahre 289.684? Naja, weil wenn die Geschichte des Menschen, die Menschheitsevolution, wie es so schön heißt, knapp 300.000 Jahre alt ist, dann müssen wir irgendwo in der Nähe vom Jahr 300.000 leben. Also, ich weiß nicht, 302.725 oder 298.694 oder vielleicht auch erst 275.683. Irgendwann muss man während dieser Evolution ja mal angefangen haben, die Jahre zu zählen. Ja, und wenn man das nicht hat, dann müsst ihr mir mal erklären, warum ich im Jahr 2017 lebe. Das verstehe ich nicht. Naja, gut, das Video von Brett geht hier noch ein bisschen länger und wir haben das dann hier, das toll gemacht hier, nennt das Before Common Era, also vor der heutigen Zeit, nennt er Before Common Error, also bevor dem heutigen Fehler. Finde ich sehr schön, wie er das rausgebracht hat. Und das Video, was ich vorher gemacht habe, was wir gerade gesehen haben, hier dieses 7 Minuten lange Video, das ein Ausschnitt ist aus von Babylon nach Rom, aus der Lesung von Alexander Hislop, wo ich das damals mit eingebaut habe. Das kommt nicht aus dem Buch, aber ich habe das damals in die Lesung mit eingebaut. Das ist eine Evolutionssache, das liegt mir schon lange auf dem Herzen, dieses Video rauszubringen. Und jetzt hatte ich halt diese Eingebung von, ja, warum leben denn Evolutionstheoretiker im Jahr 2017? Ich dachte, man könnte das vielleicht miteinander verbinden. Und wir sehen auch, hier steht nochmal in Englisch eingeblendet, ja, wir sind hier in einem englischen, in einer englischen Dictionary, also eine englische Enzyklopädie oder wie nennt man das im Deutschen, ein, komme ich doch wieder nicht auf den Namen, nicht Wörterbuch, Jörg, nein, ein Lexikon, Dankeschön, ein Lexikon, und es heißt hier wieder Common Era, also die heutige oder die moderne Periode. Aber die weist auf, wie es hier steht, zählen die Jahre als AD, Anno Domini. Also geht es wieder um Christus. Aber Christus gibt es in der Evolution nicht, also warum leben wir in einer Jahrzählung, die auf Christus verweist? Ist doch total unlogisch. Und das heißt auch, dass unsere ganze Geschichte, die ganzen Jahrzahlen, die wir da lernen, und das wird ja den Menschen in der Schule hauptsächlich eingeprägt, dass sie die ganzen Jahrzahlen auswendig lernen müssen, das ist alles für die Katz. Das ist alles für nix. Worauf basieren wir denn diese Jahrzahlen bitte? Irgendwann muss ja alles mal irgendwo entstanden sein. Und ja, sogar der Papst Franziskus sagt, dass die Evolution und Big Bang Theorie Wahrheit ist. Ja, die basiert sich auf Teilhard de Chardin. Da können wir ein anderes Mal drüber schnacken, wenn ihr das mal wollt. Aber mein Punkt ist jetzt der folgende und deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte gerne von jedem, der dieses Video schaut und der kein bibelgläubiger Christ ist, wissen, warum er akzeptiert, im Jahr 2017 Anno Domini, im Jahr unseres Herrn zu leben, wenn es diesen Herrn gar nicht gibt. Ich möchte eine ganze Menge Kommentare
unter dieses Video bekommen. Und zwar von den Leuten, die sich die Mühe machen, das Video von Anfang zu Ende an, von Anfang bis Ende anzuschauen. Die nicht nur irgendwo mal reingucken und nach 2 Minuten einen Kommentar schreiben und dann ausschalten, das interessiert mich nicht. Schaut das Video ganz. Ja? Nur dann sind eure Kommentare auch wirklich zulässig, also zugelassen und zuverlässig. Weil jemand, der sich nur hier und da mal eine Minute anschaut, kann sich ja schwierig eine eigene Meinung bilden. So, wenn ihr euch eine eigene Meinung bilden wollt, dann kauft euch die Bild-Zeitung. Gibt's ja bei euch in Deutschland. Kann ich sogar hier in Belgien kriegen. Schaffe ich mir aber nicht an. Ich bilde mir meine Meinung aufgrund der Bibel. Die Bibel ist meine Basis für meine Autorität und für mein Gewissen. Das Wort Gottes und nichts anderes. Aber bitte antwortet in der Kommentarsektion dieses Videos, warum ein Evolutionstheoretiker im Jahr 2017 lebt und wenn er darin lebt, ja warum er in 2017 lebt. Wie erklärt er das? Und ihr könnt das nicht nur tun, durch Kommentare zu schreiben unter dem Video hier. Ihr könnt das ebenso tun, durch mir eine persönliche Nachricht auf meinem YouTube-Kanal zu schreiben. Wenn ihr da in die Übersektion geht, über den Kanal, dann kann man da eine E-Mail schicken an mich und dann könnt ihr halt einen privaten Bericht schicken, wenn ihr das nicht veröffentlicht haben wollt, auf der Videoseite hier. Oder aber ihr könnt mir auch eine Kontaktanfrage schicken über Skype und ihr könnt dann gerne mit mir in Skype darüber reden. Da will ich euch aber jetzt schon sagen, dann werden mit Sicherheit unsere Gespräche aufgenommen werden, auch schon zu meiner eigenen Sicherheit. Und oftmals werden diese Gespräche dann auch veröffentlicht. Also wenn ihr euch damit einverstanden erklärt, könnt ihr eine Anfrage schicken nach Skype. Mein Benutzername auf Skype ist Joggler77, so wie halt der Kanal Joggler66 heißt, so wie das hier eingeblendet ist. Das kennt ihr ja. Nee, Joggler66 ist das bei Skype, Joggler77. Und dann können wir da auch gerne mal drüber sprechen. Aber wie gesagt, auch diese Gespräche werde ich zusammenschneiden zu einem Video, dass eben die Leute, die meinem Kanal folgen, auch sehen, was die Antwort ist, was die Response ist auf die Sachen, die ich hier mache mit diesem Video. Warum lebt ein Evolutionstheoretiker im Jahr 2017? Gute Frage. Ja, Brett hat das hier mit eingearbeitet in das englischsprachige Video. Seinen Kanal nehme ich da Milch mit rein, weil da müsst ihr ja Englisch können und wir machen das hier jetzt für die Deutschsprachigen, aber wie gesagt, mein Skype-Kontakt Joggler77, kann man ja leicht finden. Also, kontaktiert mich über Skype, kontaktiert mich über die Kommentarsektion dieses Videos, kontaktiert mich über eine persönliche E-Mail oder persönlichen Bericht über meinen YouTube-Kanal, gebt mir Feedback. Warum lebt ein Evolutionstheoretiker im Jahr 2017? Oder anders gefragt, lebt ein Evolutionstheoretiker im Jahr 2017? Und wenn ja, warum? So, das hätte ich gerne von euch gewusst. Damit kommt dieses Video zu einem Ende. Und nochmal eben eine beikommstige Information, nebenbei Information. Das ist das erste Video, das ich mit einer neuen Desktop-Kamera aufnehme. Das funktioniert anscheinend viel besser. Wollen wir mal sehen, wie es geworden ist. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch hauptsächlich auch natürlich für eure Antworten, die hoffentlich reichlich kommen in der Kommentarsektion dieses Videos. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eine offene Diskussion, weil ich sage euch ein Ding. Jeder, der mir die Frage nicht befriedigend beantworten kann, der muss irgendwann vielleicht mal zur Bibel greifen. Und genau deswegen mache ich diese ganzen Videos, dass die Leute das Wort Gottes lernen und akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, die von Mächten regiert wird, die wir so nicht sehen. Ja? Und Evolutionstheoretiker glauben das nicht. Aber alles in der Welt, in der wir leben, weist auf einen Schöpfer Gott hin. Man muss es nur sehen wollen. Abgesehen davon, dass man dann das Buch Römer lesen sollte, sicher Kapitel 1, dann versteht man das auch. Kann ich ja gerne ein anderes Mal machen. Könnt ihr mich ja wissen lassen, ob ihr das gerne mal wollt, dass ich Römer 1 lese und erkläre für die Leute. Gut, aber hierbei belasse ich es jetzt bei der Aufnahme mit der Frage,
Leben Evolutionstheoretiker im Jahr 2017? Und wenn ja, warum? Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren und noch einen schönen Tag weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss.